Servus und hallo, ich bin der Brickfan Vienna und heute geht es in unendlichen Weiten des Weltalls. Und zwar mit dem neuen Lego Space Shuttle. Oh, verdammt, falsches. Gehört ja zur ISS dazu. So. Ich meine natürlich das wirklich neue Lego Space Shuttle. So. Inklusive Hubble-Teleskop. So. Jetzt haben wir das richtige Set da. Ja, wie gesagt, dieses Jahr herausgekommen, das Space Shuttle Discovery. Jo, selbiges war seit 1991 im Dienst der NASA, hat insgesamt 39 Flüge gehabt und war ein Jahr und knapp 23 Stunden insgesamt im Weltall. Und auf der Weltraummission STS-31 im Jahre 1990 hat die Discovery eben dieses nette Hubble-Teleskop da oben hinterlassen. Und das leistet uns bis heute sehr gute Dienste. Jo, das Ganze hat die Setnummer 10283, hat 2354 Teile und ist derzeit bei Lego mit 179,99 Listenpreis gesetzt. Jo, wie man sieht, es ist definitiv kein kleines Set. Wir befinden uns von den Maßen her bei 21 cm Höhe, 34 cm Breite und 54 cm Länge, was das Space Shuttle betrifft. Das Hubble Teleskop selber hat mit geöffnetem Visier für eben das Objektiv eine Länge von 23 cm, eine Breite mit angesteckten Sonnensegeln 17 cm und die Höhe inklusive Standfuß liegen wir bei 19 cm. Also soweit ganz nette Modelle, auch von der Größe her. Jo, und die werden wir uns heute genauer anschauen. Jo, ich fange mal mit dem kleineren an, das Hubble-Teleskop selber. Auf einem kleinen Standfuß, der komplett in Schwarz gehalten ist, auch innen und unten. Finde ich sehr nett, vollkommen ausreichend natürlich. Ein kleines Informationsschildchen dabei, NASA ESA Hubble Space Telescope Launch 24. April 1990. Das Gewicht zum Zeitpunkt des Starts des Launches lag bei knapp 24.000 Pfund. Jo, finde ich soweit ganz nett. Ist übrigens ein Sticker, ist kein Print. Hier, wenn man auf die Rückseite schaut, wir schauen uns das Ganze eh nochmal genau im Detail an, ist ein ockerfarbener Stein dabei. Warum? Keine Ahnung. Das Hubble-Teleskop selber, was mir vorher gleich einmal sehr, sehr gut gefällt, ist die Verkleidung. Matt Silber, mit ein paar Ausnahmen in Light Bluish Grey. Aber ich bin wirklich positiv überrascht von der Matt-Silber-Verkleidung. Ich würde mir wünschen, dass Lego diese Farbe schon früher verwendet hätte. Mir fällt da ad hoc einmal ein, die Harley-Davidson, die Lego vor einigen Jahren herausgebracht hat, wo die verchromten, also die vom Original verchromten Teile in Light Blue Grey Steinen gebaut wurden. Sie müsste jetzt nicht zwangsweise verchromt sein, das fordere ich gar nicht. Aber wenn man hier sieht, dass Lego Silber kann, dann hätten sie das dort auch nutzen können. Es hätte das Modell einfach viel schöner gemacht. Das ist bis jetzt übrigens auch der Grund, warum ich mir die Harley selber noch nicht zugelegt habe. Ich werde schauen, vielleicht lege ich sie mir zu und werde selber schauen, die Steine vielleicht entweder durch silberne oder verchromte Alternativsteine auszutauschen oder ein Freund von mir könnte sie vielleicht mit Druckluft, also nicht Druckluft heißt, mir fällt jetzt Erfahrung nicht ein, besprühen. Jo, aber sonst bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Hubble-Teleskop. Es gefällt mir sehr gut, wenn ich nicht gerade hinten die
Öffnung für die Laderaumluke abmontiere, so, steckt wieder drauf. Hinten dieser Verbindungsschlauch wird durch eine Peitsche realisiert, auch ein nettes Detail. Ja. Das Hubble-Teleskop hat einen Print, der befindet sich hier auch mit NASA-ESA-Aufdruck. Zeige ich euch dann genau, wenn wir uns das im Detail anschauen. Sonst gibt es nicht allzu viel zu dem Teleskop zu sagen. Oh ja, eines noch, man kann die Sonnensegel, die sind übrigens nur, diese Folien sind einseitig bedruckt, auf der anderen Seite sind sie einfach nur Gold. Die kann man abnehmen und durch diese beiden kleinen Stäbe, die diese Segel eingerollt darstellen sollen, anstecken, hat einfach den Hintergrund, wie das Hubble-Teleskop im Space Shuttle transportiert wurde, war ja die Sonnensegel eingerollt, eben für den Transport, sonst war es da nie ausgegangen. Und die haben sich ja dann erst im All entfaltet. So, das war mal das Hubble-Teleskop. Wir kommen zum kleinen Star, dem Space Shuttle. Auch hier haben wir eine kleine Informationsplatte, die besteht in dem Fall aus 9 Steinen, wenn man die Platte mitrechnet, und einem Sticker. Auch hier steht drauf Space Shuttle Discovery STS-31. Die Flügelspannweite, also das sind jetzt die vom Original, 78,06 Fuß, 39 Mal ist es gestartet, war aktiv von 1984, der erste Start war am 30. August 1984 bis am 9. März 2011 und war insgesamt 1 Jahr 22 Stunden 39 Minuten und 33 Sekunden im All. Das Space Shuttle selber ist auch auf seinem Standfuß. Dieser ist, zumindest wenn man so von oben und außen anschaut, auch in schönem Schwarz gehalten, bis auf diese beiden Fixierungspunkte, wo dann das Space Shuttle aufgesetzt wird. Da haben wir gelb-blau und ja, man sollte sich nicht von unten anschauen. Das heißt, wenn man das Ganze in eine Vitrine stellt, würde ich es jetzt nicht unbedingt ganz oben hinstellen, weil sonst sieht man unten natürlich ocker, blau, gelb, ja, weiß, schwarz, grau, das ist noch okay, aber blau, gelb. Naja, wir kennen ja Lego. Jo, das Space Shuttle selber, ich finde es wirklich sehr schön umgesetzt, gefällt mir wirklich wunderbar. Ah, ja, bevor wir uns die Modelle jetzt noch genauer anschauen, hätte ich ja fast vergessen, so, haben wir hier mal die kleine Box in schwarz gehalten, damit das Modell schöner zur Geltung kommt. Hier oben nochmal NASA Space Shuttle Discovery stehen. Auf der Rückseite haben wir jetzt nicht sonderlich viele Überraschungen. Man sieht hier das Space Shuttle mit angestecktem bzw. auf einem kleinen Standfuß fixiertem Hubble-Teleskop. Es soll optisch so aussehen, als ob das Hubble-Teleskop über dem Space Shuttle schwebt, an diesem Träger, an dieser Trägerstange, sage ich einmal. Ist natürlich so nicht realisierbar, das Hubble-Teleskop wäre einfach zu schwer dafür. Hier sieht man noch ein Bild vom Original Space Shuttle beim Start und auf der anderen Seite sieht man unten noch ein Bild vom Original Hubble-Teleskop. Ja, also sonst nicht wirklich was Überraschendes. So. Und damit kommen wir dann auch schon zur Anleitung. Auch wie gesagt in schwarz gehalten. Ja, auch wenn es vielleicht so ausschaut, das ist wirklich die Vorderseite. Ja, auch hier das Modell schön drauf. Auf der Rückseite 30 Jahre Space Shuttle Programm. Das ist auch letztendlich 2011, mittlerweile haben wir ja schon 40 Jahre. Das war damals 30 Jahre. Und ja, wie gesagt, dieses Jahr ist es eben herausgekommen. Ja, die Anleitung schauen wir uns dann auch nochmal detaillierter an. Weil auch hier wieder, auch wenn es von außen schön grau, schwarz, weiß ist, innen ist es wieder bunt wie eine Spielzeugkiste. Jo. Ja, auf dem auf der Anleitung ist wieder der QR-Code drauf, wo man sich dieses Heft mit den Informationen, die man am Anfang drinnen hat, die ja hier in Englisch sind, kann man sich hier
in Deutsch herunterladen, beziehungsweise die komplette Bauanleitung sollte man sagen, ich möchte sie nicht auspacken, sondern über PDF bauen. Würde ich allerdings nie, naja, empfehlen ist schwierig zu sagen. Es ist so, wie gesagt, abgesehen von den beiden Standfüßen gibt es einige weitere Sticker. Vier, wo ich mich frage, warum. Und einige, wo ich sage, ja, das hätte man nicht anders lösen können. Aber das schauen wir uns dann genauer an, wenn wir ins Detail gehen. Und das werden wir jetzt auch machen. Das heißt, ich schalte die Kamera um und dann schauen wir uns die Dinger genau an. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir gehen jetzt, wie gesagt, ins Detail. Ich fange mit der Anleitung an. Also wie gesagt, hier nochmal die erste Seite. Da die Informationen über eben das Space Shuttle. Hier sieht man das Cockpit innen. Das Hubble-Teleskop. Also die Mission dahinter. Das ist der Designer, der Lego-Designer Milan Match. Der hat eben dieses Space Shuttle designt. Ja, hier sieht man eben zum Beispiel einen Start. Ich liebe solche Bilder. Sind immer wieder faszinierend. Jo, und dann geht es eigentlich schon los. Hier hat man nochmal die Informationen über den Brick Separator, der wieder beiliegt. Und hier sind dann die ersten Bauabschnitte. Das heißt, Bauschritt 1 bis 3 beinhalten das Hubble-Teleskop inklusive dem Informationsschildchen und dem Standfuß. Und ab Bauabschnitt 4 geht es dann mit dem Space Shuttle los. Wenn man da vielleicht schon ein bisschen sieht, gelb, ocker, blau, rot, hellblau, sind übrigens die einzigen beiden Teile in hellblau, das in den Flügeln drin, aber ja. Aber wie gesagt, von Bauabschnitt 4 über 12 bis 16, ja, ist es dann das Space Shuttle inklusive dem kleinen Zusatzstandfuß, mit dem man dann das Hubble-Teleskop am Space Shuttle selber montieren kann. Ja, dann hier noch ein bisschen Informationen über das Hubble-Teleskop. Hier die Lego-Variante mit dem Space Shuttle im Hintergrund und darunter das Original Space Shuttle und Hubble-Teleskop. Jo, und dann fangen wir auch schon wieder zum Bauen an. Wie gesagt, wir fangen mit dem Hubble-Teleskop an, der Standfuß, und dann geht es schon mit dem Teleskop selber los. Und wie man hier schon auf den ersten Seiten sieht, wird munter in verschiedensten Farben gebaut. Und ich meine, wenn ich mir das zum Beispiel anschaue, zwei gleiche Steine, einer gelb, einer rot, und da ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt aufpassen muss wegen irgendeiner Richtung oder dass irgendeine Funktion bei dem eingreifen muss und ja nicht bei dem oder sowas. Egal. Wir wollen jetzt nicht drüber diskutieren. Diese Diskussion, glaube ich, wird schon so oft und so lange geführt. Es wird sich eh wahrscheinlich nichts ändern. Ja. Aber wie gesagt, zumindest von außen sieht man dann nicht mehr wirklich was und das macht schon einiges einmal her. Vor allem eben dadurch, dass dieses Matt-Silber verwendet wird. Jo, wenn man dann mit dem Hubble-Teleskop fertig ist, das ist dann hier der Fall, gibt es noch einmal ein Bild vom Lego Space Shuttle im Vergleich zum Original. Und wenn man das wirklich nebeneinander sich anschaut, haben sie es wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Dass jetzt nicht alles eins zu eins stimmen kann, ist natürlich klar. Zum Beispiel hier das United C ist weit präsenter als am Lego-Modell. Discovery hier ist gerade geschrieben, hier schräg, aber das sind so kleine Feinheiten, so kleine Details. Stören jetzt nicht wirklich. Jo, und dann geht es auch schon wieder los. Wie gesagt, Informationsschild, Standfuß und auch hier wieder relativ bunt im Inneren. Und dann sind wir auch schon beim Start von Space Shuttle. Das zieht sich eben die restliche Anleitung hindurch. Ich sage nichts dazu.
Weil, wie gesagt, das wird immer wieder aufs Neue geführt und das wird sich nichts ändern. Hier die zwei babyblauen Teile in den Flügeln. Immer mal wieder so kleine Informationsbruchstücke. Hier zum Beispiel, when the orbiter enters the atmosphere at March 25, its velocity is so high that it superheats the surrounding air and returns to the Earth in the glow of plasma. Auf gut Deutsch, wie der Space Shuttle am 25. März wieder in die Erdatmosphäre eingetreten ist, war die Reibung so hoch, dass es so sich aufgeheizt hat, dass es auch die umgebende Luft mit aufgeheizt hat. Und es, man kennt es vielleicht eh von Videos oder sowas, dass wenn das Space Shuttle eben in die Erdatmosphäre eintritt, dass links und rechts wirklich dieses Glühen ist und dass eben diese aufgeheizte Luft, die eben wie Plasma glüht. Und wie gesagt, das sind halt so kleine Informationsschnippel, die immer mal wieder auftauchen dazwischen. Hier oben zum Beispiel auch. Ja. Und wie gesagt, das zieht sich dann halt durch, bis man dann irgendwann einmal am Ende ist. Hier dann noch dieser kleine Standfuß, um das Hubble-Teleskop zu montieren. Hier sieht man auch schön, wie das dann zu machen ist. Hier wird dann noch die Funktion erklärt, um das Fahrwerk auszuklappen. Das zeige ich euch dann nochmal genauer. Und hier nochmal ein paar Bilderchen vom fertigen Modell. Hier kann man Feedback zu geben auf der offiziellen LEGO Homepage und mit Glück sogar eine Kleinigkeit gewinnen. Und hier haben wir dann wieder die typische Teileliste, das Inventory. Jo. Und am Ende eben das Logo zu damals 30 Jahren Space Shuttle Programm. Jo, so viel zur Anleitung. So, ich nehme jetzt wieder das Hubble Teleskop her, den Standfuß lassen wir mal stehen. So, also, wie gesagt, hier sind eben diese Sonnensegel, die einseitig nur bedruckt sind, auf der anderen Seite sind sie komplett Gold. Das heißt, wenn man es irgendwo aufstellt, schaut es natürlich besser aus, wenn man es mit dieser Seite hier präsentiert. Hier vorne ist die Linse, das Objektiv drinnen und kann mit dieser Klappe verschlossen werden. So wurde es auch transportiert. Die Klappe hat man dann erst im All aufgemacht. Jo, hier gibt es noch zwei so Art Satellitenschüsseln. Die kann man auch ausklappen, je nachdem in welchem Winkel man sie gerne hätte. Das kann man dann selber entscheiden. Auf der Rückseite, wie gesagt, ist die Einstiegsluke mit dem Öffnungsrad und so einem Verbindungsschlauch, Sauerstoffschlauch, was genau müsste ich online nachschauen, kann ich euch jetzt nicht sagen, wird durch eine Peitsche realisiert. Finde ich auch eine nette Idee. Jo, ansonsten gibt es zum Hubble-Teleskop selber nicht allzu viel zu sagen. Ah ja, hier. Das ist, wie gesagt, dieser Print, NASA ESA. Ja, und natürlich die Sonnensegel selber sind logischerweise auch geprintet. Das ist kein Aufkleber, nichts. Das ist nur eine Folie, die hier auf den Eckpunkten mit eben so goldenen Blümelchen aufgesteckt und fixiert werden. So. Dann wir das wieder da auf das Füßchen stellen oder auf die Seite stellen. Und uns dem Star schlechthin zu wenden. Das passt fast gar nicht ins Bild. Gut, also, wie gesagt, das Ding ist wirklich groß, schön detailliert. Was ich vorhin erwähnt habe, sehr viel sind Prints. Die Scheibe vorne ist ein Print, diese beiden oben sind ein Print, NASA Discovery ist ein Print. Auf der anderen Seite haben wir USA und die Flagge als Print. Und hier auf der Seite beidseitig eben United States. Auch das ist ein Print. Was kein Print ist, kann man es erkennen, ja, ist hier dieses NASA-Logo. Beidseitig. Und vorne am Space Shuttle haben wir hier das Discovery, den Discovery-Schriftzug. Auch der ist als Sticker gelöst. Warum, weiß ich nicht. Sie gehen weder über mehrere Steine, noch ist es so, dass irgendeine Besonderheit an dem Stein wäre, dass man es nicht hätte printen können. Was nämlich schade ist,
dass natürlich dieser Weißton vom Sticker leicht unterschiedlich ist zum Weißton von den Steinen. Ich weiß nicht, ob man es im Video erkennt, aber die Sticker sind meines Erachtens eine Spur heller. Was ich vorhin noch erwähnt habe, das sind eben die Sticker, die man vermeiden hätte können. Es gibt allerdings auch Sticker, die waren notwendig. Ich wüsste nicht, ob oder wie man das anders lösen könnte. Ich glaube, man könnte es gar nicht anders lösen. Und zwar, wenn man das Space Shuttle hier aufklappt, sieht man schon, dass es hier sehr glänzend wird. Das Space Shuttle ist im Inneren mit solchen Folien ausgestattet und da ist es schon klar, das kann man nur als Sticker lösen. Also zumindest wüsste ich keine andere Möglichkeit. Und ja, wenn man genau schaut, ja, ich weiß, die sind nicht alle ganz gerade und so weiter, ist ein bisschen Schwierigkeit, aber ich denke schon, dass es mir ganz gut gelungen ist. Sonst Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man es, oh ja, man kann es erkennen, hier diese Amerika-Fahne ist auch ein Print, also diese kleinen Steine oder auch hier diese, ja, ich nehme mal an, das werden so Kühlauslässe oder sowas sein, die sind auch als Print gelöst. Hier diese Transportstange oder Teleskopstange, wo man dann das Hubble-Teleskop darauf fixieren kann. Können wir uns nachher noch anschauen. Man kann beim Space Shuttle auch vorne das komplette Cockpit herausnehmen. Darunter sieht man schon, dadurch, dass das ja ein eigener Maßstab ist, sage ich einmal, hier ein blauer Sessel und auf der Rückseite hier oben einige Instrumente, alles geprintet, das sind diese typischen kleinen 1x1 Steine bzw. die 1x1 abgeschrägten Steine. Was ich als nettes Detail ganz cool finde, ist, wenn man hier von der Rückseite hineinschaut, sieht man es etwas besser, sind hier zwei TransClear 1x1 Bricks drinnen, die sind im Original Space Shuttle, ist das eigentlich eine Scheibe, dass man vom Cockpit nach hinten in den Laderaum schauen kann, der sowieso auch noch mit Kameras und so weiter ausgestattet ist. Aber ich finde es als nettes Detail gut eingebaut. So, das Cockpit, wie gesagt, die zwei da oben sind geprintet, auch die Scheibe ist geprintet und auch dieses kann man nochmal zusätzlich auseinandernehmen, dass man in den oberen Teil des Cockpits hineinsieht, wo die restlichen vier Sitzplätze sind mit den Instrumenten, die auch hier alle print sind. Das sind diese Standardsteine, die auch bei diversen Instrumententafeln in anderen, vor allem in Modular Buildings zum Beispiel, bei Registrierkassen und so weiter verwendet werden. So, dann machen wir das ganze Ding wieder zu und geben sie da rein, wo es hingehört. So. Jo, Funktionen. Es hat ein paar kleine Funktionen, die ich ganz nett finde. Also einerseits, wie man schon gesehen hat, man kann es aufklappen. Hier hinten hat man die drei Triebwerke. Und wenn man jetzt an dem obersten Triebwerk dreht, dann kann man die, ja, beide Höhenruder gegengleich verstellen. Das sollte ich sie falsch bezeichnen, bitte korrigiert mich. Ich kenne mich mit Flugzeugen nicht so gut aus. Ich verwechsel auch gerne Seitenruder mit Höhenruder. Hier diese Bremsklappen muss man manuell aufklappen, aber auch das ist möglich. Jo, dann die für mich schönste Funktion. Das Space Shuttle wird ja nicht nur ins All geschossen und bleibt dort, sondern das ist ja das Einzigartige am Space Shuttle, dass es ja wie ein Flugzeug zurückkommen kann und landen kann. Und dazu braucht es natürlich ein Fahrwerk. Hier und hier. Und das kann man ausklappen. Und zwar hier hinten, wenn man dieses hier hineindrückt, schnappen die Räder aus. Sollte ich vorne auch aufschnappen. Ja. Und dann kann man das Ganze auf die Räder stellen. Ich zeige es euch mal von der Seite. Hier haben wir dann das vordere Fahrwerk und hier die beiden hinteren Fahrwerke. So. Einklappen geht leider nicht automatisch. Das muss man manuell machen. Aber sie rasten schön ein.
und bleiben, wo sie sind. Wie man hier sieht, der Unterteil ist schön gebaut. Eine Ebene bis auf eben diese drei Einlässe für das Fahrwerk, sonst eine Ebene. Schön mit Platten gelöst, alles in schwarz. Dieses typisch grau-schwarze am Rand, das Hitzeschild, auch schön gelöst. Also so von der Optik her kann man nichts dagegen sagen. Außen nicht, über innen, wie gesagt, haben wir schon genügend geredet. Ja, dann, wenn man das Ganze, wie gesagt, aufgeklappt hat und das Hubble-Teleskop einmal hernimmt, dann kann man hier, war das hier auf der Seite oder was auf der anderen Seite, das merke ich mal nicht. Irgendwo, ja, hier war das, glaube ich. Versuche das gerade da herauszunehmen. Ja, hier auf dieser Seite kann man diesen Teil herausnehmen. Und dann gibt es, wie gesagt, diesen zweiten Standfuß. So, da muss man nur kurz diese beiden Zangen herausnehmen. Dann kann man hier das Hubble-Teleskop auf den Standfuß setzen. Diesen Standfuß dann, wo ist der Punkt jetzt? Ah, da unten. Das ist gerade umgedreht eigentlich. Schaut schön aus, wenn es in die Richtung natürlich schaut. So, damit die nicht im Weg stehen. Hier aufsetzen. Und dann ist das Ganze im Space Shuttle eingebaut. Und wenn ich bei dem Hubble-Teleskop jetzt seitlich diese beiden, ohne die Verkleidung herunterzunehmen, diese beiden Sonnensegel, die gut halten, ich muss das ein bisschen näher machen bei mir, sonst habe ich kein Gefühl. So, ja, die halten wirklich sehr gut, jetzt eigentlich gleich das halbe Teleskop. So. Bauen. So. Man nennt es Vorführeffekt. So, dann kann man dieses ganze Hubble-Teleskop, ich hoffe, ich lege es jetzt richtig rein, aber ich setze mal schon ein bisschen gegen. Ja, nee, nicht ganz. Nicht ganz. Es ist nämlich sehr Millimeter genau, sage ich einmal. Da muss man wirklich genau schauen, wie man es einlegt, damit das wirklich schön reinpasst. So. Was gehst du an? Du bist schief, glaube ich. Ja, ein bisschen. Ja. So, schauen wir noch einmal. Ganz genau aus. So, jetzt ist es drinnen. Jetzt kann ich das Space Shuttle komplett zuklappen mit Hubble-Teleskop im Inneren, so wie es zum Startpunkt des Launches war. Gut, das war soweit einmal das Space Shuttle. Ich wechsle jetzt nochmal kurz auf die andere Kamera und da mache ich mal ein kurzes Fazit. Bis gleich. So, jo, also, wie gesagt, das war eben das Space Shuttle inklusive Hubble-Teleskop. Zusammengefasst, es gefällt mir sehr gut. Man kann es schön irgendwo hinstellen, Vitrine, Regal, vielleicht auch von der Decke hängen lassen mit so durchsichtigen Nylonfäden zum Beispiel. Das Ding ist stabil gebaut, das hält es aus. Das kann man auf jeden Fall machen. Oder man drapiert das Hubble-Teleskop drauf, ganz wie man möchte. Also man hat hier viele, viele Möglichkeiten. Der Preis von 179,99 finde ich jetzt nicht so schlimm. Also für Lego-Verhältnisse durchaus ein okay Preis, sage ich einmal, für das, was man hier auch wirklich bekommt. Bis auf wenige Aufkleber, die nicht notwendig wären, wie gesagt, innen ist es einfach nicht anders lösbar mit dem Verspiegelten, ganz klar.
Aber ansonsten, sie haben wirklich einige Prints verwendet, schöne Prints verwendet. Vor allem zum Beispiel eben die USA-Fahne da. Jo, ansonsten fällt mir jetzt ad hoc nicht mehr so viel ein. Die Steine, wie man von dir gewohnt ist, Top-Qualität. Kann man gar nicht sagen. Auch das Silberne, das matt-silberte von Hubble Teleskop. Weiter so, Lego, weiter so. Jo, dann wünsche ich euch soweit noch einen schönen Tag. Genießt die Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Brickfan, Vienna.